Die Reparatur von Steinschlagschäden aller Art, ohne Austausch der Windschutzscheibe. Das Verbundglas-Reparatursystem von PS. Mit dem PS-Reinigungsmittel die Schadenstelle reinigen. Den Schmutz nicht über den Einschlagkrater wischen. Die Windschutzscheibe sollte möglichst mäßig temperiert sein, zwischen 10 und 25 Grad. Dann den Einschlagkrater für die Reparaturflüssigkeiten vorbereiten. Mit dem PS-Glasfräser den Glaskrater bereinigen. Kanten brechen, glatte Flächen aufrauen. Ein zentraler Bruchkegel begünstigt die Reparatur. Lose Partikel einfach auspusten, den Krater mit einem Papiertuch auswischen. Der PS-Werkzeughalter. Er nimmt den Injektor auf. Der presst das Reparaturharz in den Glasschaden und saugt die Luft heraus. Der Injektor besteht aus Zylinder, Kolben und Gummidüse, verpackt mit dem Spezialharz in einem lichtdichten Beutel. Den Injektorzylinder in den Werkzeughalter einschrauben, bis die Düsenspitze die Scheibe leicht berührt. Der PS-Kontrollspiegel, befestigt auf der Scheibenrückseite, erlaubt später den Blick auf die Schadenstelle während der Reparatur. Der Spiegel muss zentral hinter dem Einschlagkrater sitzen. Erst nach diesen Vorarbeiten den Injektor mit der Gummidüse genau über dem Einschlagkrater platzieren, den Werkzeughalter fixieren. Den Kolben einschrauben, bis die Düse aufliegt. Das PS-Steinschlagreparaturharz härtet bei UV-Einstrahlung aus und dringt sehr gut in Mikrorisse ein. In den leeren Injektorzylinder 10 bis 12 Tropfen Füllharz einfüllen. Für einen gebrauchten reichen 6 Tropfen. Das Reparaturharz sofort wieder lichtdicht verschließen. Es folgt die zentrale Reparaturphase. Einpressen des Harzes und Absaugen der eingeschlossenen Luft. Schritt 1. Den Kolben in den Zylinder einschrauben. Das Harz wird unter Druck gesetzt. Im Kontrollspiegel vergrößert sich die Düsenmündung. Das Harz verdrängt langsam die dunkel erscheinenden Lufteinschlüsse. Den Injektor einige Zeit ruhen lassen, damit das Harz in den Glasbruch eindringen kann. Schritt 2. Unterdruck erzeugen. Dazu den Injektorkolben aus dem Zylinder herausschrauben. Die im Glasbruch eingeschlossene Luft wird so herausgesaugt. Achtung! Ein fühl- und hörbares Knacken markiert die Grenze. Das Gewindeende ist erreicht. Weiter darf der Kolben nicht heraus, dann ist der maximale Unterdruck erreicht. Auch jetzt sollte der Injektor ruhen, damit die Luft aus dem Glas entweichen kann. Diese beiden Reparaturschritte sind im Wechsel bis zu 12 Mal zu wiederholen. Mindestens aber so oft, bis der Glasbruch bei Unterdruck keine Lufteinschlüsse mehr zeigt. Einen 2 bis 3 cm langen Streifen PS-Aushärtfolie vorbereiten. Den Werkzeughalter mit Injektor bei Unterdruck wegschwenken. Einen Tropfen PS-Finish-Harz oberhalb des Einschlagkraters auftragen. Den Tropfen mit der Folie ohne Luftblasen darüber ziehen und sacht auflegen, nicht andrücken. Das Licht der PS-UV-Lampe, über der Reparaturstelle fixiert, härtet das Harz in etwa 5 Minuten aus. Nach dem Aushärten die Schutzfolie abziehen und mit PS-Bügelklingen das überschüssige Finish-Harz über der Schadenstelle abschaben. Die Klinge ist dabei exakt im 90-Grad-Winkel zu führen, bis das Harz im Einschlagbereich einheitlich matt erscheint. Dann ist die Reparaturstelle plan zur Scheibenoberfläche. Die Reparaturstelle muss jetzt transparent poliert werden. Dazu mit PS-Finish-Politur und Poliertuch die Finish-Harzoberfläche mit etwas Druck bearbeiten. So lange, bis der Einschlagkrater klar und durchsichtig erscheint. Die Säuberung innen und außen mit PS-Reinigungsmittel schließt die Reparatur ab.